Sie zu einer Zusammenarbeit zu bewegen, ist nicht so einfach wie das Umlegen eines Schalters. Stell dir besser vor, du melkst eine riesige Kuh oder streichelst eine Katze. Fasina zuckt mit den Schultern. You saying this thing's just a big kitty? Du sagst, dieses Ding ist einfach eine große Katze? Er sieht nicht überzeugt aus. Ich denke, I'll stick with the normal shaped ones. With the fur and the tails and the little ears. Ich schätze mal, ich bleibe bei den normal geformten, mit dem Pelz und den Schwänzen und den kleinen Ohren. Sanft in die Eingeweide der Vagine greifen. Du versenkst deine Hand vorsichtig im weichen Fleisch der Maschine. Ein Kanal mit Blut führt tiefer hinein, als du gedacht hattest, und in Windeseile bist du schultertief in einem Panel tropfender Haut und freiliegender Muskeln. Fleisch, Getriebe und nasse, sich bewegende Teile erzittern unter deiner Berührung. Deine Hand streift etwas, das wild zuckt, aber du kannst es mit einem mitfühlenden Streicheln beruhigen. Du greifst tiefer hinein und findest einen warm mit Flüssigkeit gefüllten Sack und drückst ihn sanft. Ein freudiges Schauern läuft durch die funktionellen Bereiche der Maschine. Du spürst, wie sich seine Aufmerksamkeit auf dich richtet. Hat das Ding gerade geschnurrt? Es sanft drücken. Du hörst, wie Patrouillen anhalten, als mehrere große Formen im gesamten Bereich sich so aufstellen, zu versuchen, als stünden sie Gewehr bei Fuß. Okay. Das Gerät scheint einzuatmen und vor Freude anzuschwellen, als du dich näherst. Habe ich jetzt im unteren Bereich etwa die Konstrukte deaktiviert? Oh, erstmal wieder zu hoch zu. Erzmagierin. Also, wenn das Ding Konstrukte steuern soll, wie Fasina. Wenn ich Fasina richtig verstanden habe. Und das Ding mich jetzt lieb hat, auf seine spezielle Art und Weise. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, Tag, Jungs, dass wenn ich Konstrukten hier begegne, dass sie mich auch lieb haben. Vermeide ich unnötige Kämpfe. Ja, Berkana hängt da immer noch in der Luft. Can you make the stars right again? Kannst du die Sterne wieder korrigieren? Berkana sieht dich erwartungsvoll an. Ihr fortgeschrittenes sehnsüchtige Sterndeutung geben. Fortgeschrittene sehnsüchtige Sterndeutung. Hier, Berkana, ich habe dir die Sterne gebracht. Sie nimmt das Buch mit einem skeptischen Stirnrunzeln, aber ihre Augen heften sich auf die Seiten, sobald sie die Diagramme des Himmels entdeckt, die so gezeichnet sind, dass sie Ordnung und Harmonie betonen. Gegenstand verloren. Sieh dir das an. Da legt sie ihre Handfläche flach auf die Seite und schließt seufzend ihre Augen. Everything slowed down and all the noise in my head went quiet. Thank you. Alles wurde langsamer und der ganze Lärm in meinem Kopf wurde leiser. Danke. Sie öffnet die Augen und bedankt sich mit einem langsam formenden Lächeln. And thank you, friend. I have not forgotten your kindness after the circle was so cruel to me. Und danke, meine Freundin. Ich habe deine Freundlichkeit, nachdem der Zirkel so grausam zu mir war, nicht vergessen. Sie nimmt Fasinas Hand. Fasina lässt die Geste mit einem wortkargen Protest zu. I gave you a cup of tea. That is no excuse to pour at me like a grateful kitten. Ich habe dir eine Tasse Tee eingeschenkt. Das ist aber kein Grund dafür, mich wie ein dankbares Kätzchen zu betatschen. I must find my way to the surface or the closest thing to it. Once I am safe, we can speak more again, huh? Ich muss mir einen Weg an die Oberfläche bahnen oder was hier am nächsten kommt. Sobald ich in Sicherheit bin, unterhalten wir uns noch einmal. Ack. Ja, auf baldiges Wiedersehen, Berkana. Mal sehen, ob wir sie jetzt oben wiedersehen. So, nachdem sie ihren Verstand wiedererlangt hatte, hatte Berkana es verständlicherweise höchst eilig, die Sammlung zu entfliehen. Ich kann sie im Tempel der Offenbarung finden und mir meine Belohnung von ihr holen. Sollten wir vielleicht als erstes machen. Vielleicht kann sie uns noch was hier über diesen Ort sagen.
was uns in irgendeiner Art und Weise nützlich ist. Also hier raus. Oh, warte mal. Finden wir noch was hier im Pilzsporengehege? Wir haben ja jetzt das Pilzzeug. Pilzhabitat. Ja. Ich kann es aber nirgends benutzen, ne? Questgegenstände. Ne. Certainly. Und ich dachte, ich könnte es hier einfach mal auf die Pilze schütten. Yes? Okay, dann noch mal nach oben. Oh ja, und dem Imp da dieses andere Rezept da geben, was wir noch gefunden haben. Wobei ich gerade vergessen habe, für was es nochmal gut war. Oh. There is something over there. Tank der mentalen Stärke, Tank des konzentrierten Geistes. Das haben wir nämlich, glaube ich, auch hier, das Rezept. Bezaubert in Benommenheit. Die Neulinge der Sommer kommen kaum schlafen, bla bla bla. Was haben die beiden wieder zu teilen? Nicht so, wie es aussieht bis jetzt. Did you need something? Wolltest du was von mir? Bekana sieht dich schielend an und widmet sich anscheinend und windet sich. Anscheinend weiß sie nicht, auf was sie sich konzentrieren soll. Hat die quasi schon wieder den Verstand verloren? Ich bin's, Bekana Hagrim. Ich bin derjenige, der dir geholfen hat, aus der Sammlung zu entkommen. Erinnerst du dich? Was geht hier vor? Nehmen wir dir. Of course. You're the one who gave me back the stars. Sientere. I'm just not myself outside of the observatory. Sie seufzt. Natürlich, du bist derjenige, der mir die Sterne wiedergebracht hat. Sientere. Ich bin außerhalb des Observatoriums einfach nicht ich selbst. You don't need to worry about me. Even if I might not always know your face. There's a place in my memory where the idea of you resides. If that makes sense. Über mich musst du dir keine Sorgen machen. Selbst wenn ich mich nicht an dein Gesicht erinnere, so gibt es doch einen Ort in meinem Gedächtnis, an dem die Idee von dir fortbesteht. Falls das einen Sinn ergibt. These two were bringing me up to speed on your unfortunate recent history. I'm sorry that the circle didn't get involved sooner. Diese beiden haben mich auf den neuesten Stand deiner unglückseligen jüngsten Geschichte gebracht. Es tut mir leid, dass der Zirkel sich nicht eher eingemischt hat. Sie blickt Tain und Lengrad an. Just because we don't announce our actions from the roof of Kahanga Palace doesn't mean we do nothing. Nur weil wir unsere Taten nicht vom Dach des Kahanga Palastes herabrufen, bedeutet das nicht, dass wir nichts tun. Well, no one invited me to get involved in the Aethys problem. I just showed up and assumed we all had the same idea. Nur mich hat niemand eingeladen, mich ebenfalls um das Iotas-Problem zu kümmern. Ich bin einfach aufgetaucht und hatte angenommen, dass wir alle die gleiche Idee hatten. Bevor ich forget, again, here, some things I picked up on my way back from the collections. It's not much, but it's all I could scrounge together. Bevor ich es wieder vergesse, hier einige Dinge habe ich auf meinem Rückweg von der Sammlung aufgelesen. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich zusammensammeln konnte. Ein paar Tränke. Die kannst du behalten. Ich schätze es, aber du brauchst sie mehr als ich. I don't especially care for potions. But if the sanctum has any potted plants, I will be sure to water one. Und wir sind sie alle wieder los.
Ich kümmere mich nicht speziell um Tränke, aber falls das Heiligtum ein paar Topfpflanzen hat, werde ich darauf achten, sie zu bewässern. Lekana lächelt und zuckt mit den Schultern. I lost more than my senses in this place. The collections takes everything from people. Everything that matters. Ich habe mehr als meine Sinne an diesem Ort verloren. Die Sammlung nimmt den Leuten alles, alles was wichtig ist. You've covered a lot of ground, so it can't hurt to ask. Have you seen my grimoire? Du bist schon herumgekommen, daher kann es nicht schaden, mal zu fragen. Hast du mein Zauberbuch gesehen? Bakana beißt sich auf die Unterlippe und schaut sich um. I lost my grimoire once. Arkemir poured honey on the pages and left it on the roof for Gallus to pick over. I think he was punishing me for smacking around his favorite imp. Ich hatte jetzt mein Zauberbuch verloren. Arkemir goss Honig auf die Seiten und ließ es auf dem Dach liegen, wo die Möwen es zerhacken konnten. Ich denke, er wollte mich dafür bestrafen, dass ich seinen Lieblingsimp verprügelt habe. When I got here, someone without a face ripped him out of my clutches. I've been worried sick ever since. Als ich hierher kam, hat jemand ohne Gesicht ihn mir aus den Händen gerissen, seitdem ich krank vorsorge. Dein armes Buch, ich kümmere mich darum, dass er sicher und ganz zurückkehrt. Dein Zauberbuch ist ein Ehr? Kannst du denn kein neues Zauberbuch schreiben? Hört sich nach einem besonderen Buch an, teuer zu ersetzen. Ich denke darüber nach, aber versprechen kann ich nichts. Dein Buch ist ein Ehr? Mein kleiner Buchfreund. We've been through a lot together and we both have the creases to show for it. Mein kleiner Bücherfreund, wir haben einiges zusammen durchgemacht und haben beide Falten davon getragen, die es bezeugen. His spine is a little bent and my index a few pages short. But together we make one half decent wizard arc. Sein Rückgrat ist etwas verbogen und meinem Index fehlen ein paar Seiten. Aber zusammen sind wir ein halbwegs anständiger Zauberer arc. Berkana tippt an ihren Kopf und lächelt etwas schräg. Wizards and their eccentricities. Something about Arcana must drive all Keith to madness. Zauberer und ihre Exzentrizitäten. Irgendetwas bei dem Thema Arcana scheint alle Gestanden in den Wahnsinn zu treiben. Do you think she's given her grimoire a name as well? Glaubst du, sie hat ihrem Zauberbuch auch einen Namen gegeben? Dein armes Buch, ich kümmere mich darum. Agrasima. I know that finding one specific book in this disorganized library is a tall order. Zum Glück ist das Spiel so nett und zeigt mir nur die wichtigen Sachen. Hehehe. Agrasima, ich weiß, dass es eine Mammutaufgabe ist, in dieser unorganisierten Bibliothek ein spezielles Buch zu finden. Sie verneigt sich tief. In this place, books tend to flow through the archives. I would go there myself, but I cannot fight the faceless ones holding any grimoire but my own. An diesem Ort schwimmen die Bücher möglicherweise durch die Archive. Ich würde selbst dort hinuntergehen, aber kann aber nicht die Gesichtslosen mit einem Zauberbuch bekämpfen, das nicht mein eigenes ist. One of these days you must learn. A wizard must be adaptable. Ack. Irgendwas muss man daraus lernen. Eine Zauberin muss anpassungsfähig sein. Ack. Fasina sieht etwas gerade und hebt das Kinn. Was hat dich dazu inspiriert, die Sterne zu erforschen? The stars shine down on us always, but we hardly know them at all. Until we can look them in the face, they are a mystery to rival the gods. Die Sterne scheinen immer auf uns herab, wir wissen aber kaum etwas über sie. Solange wir ihnen nicht in das Antlitz blicken können, bleiben sie ein Mysterium wie auch die Götter. The stars remind me of my smallness in the wider world. Our wars and our bloodshed, everything which causes us to raise a blade in anger, seem insignificant when you hold them up to starlight. Die Sterne erinnern mich an meine Kleinheit in der weiten Welt. Unsere Kriege und unser Blutvergießen. Alles, was uns dazu bringt, voller Wut unsere Klingen zu erheben. Scheint unbedeutend, wenn man sie im Licht der Sterne betrachtet. For me, magic is the same. Humbling. We organize that power into runes and books. But even then, we are only seeing the light that magic casts. Not the thing itself. Für mich selbst ist das wie die Magie. Beeindruckend. Wir organisieren diese Macht in Runen und Büchern. Doch selbst dann sehen wir lediglich das Licht, das die Magie wirkt, und nicht die Sache selbst. I suppose I'm inspired by the unbearable size and mystery of it all.
It gives me hope in sad times. Ich nehme mal an, dass ich von der unglaublichen Größe und den Mysterien des Ganzen inspiriert werde. Es verleiht mir Hoffnung in schlechten Zeiten. I get a similar feeling after my morning tea, but you will not hear me waxing poetic about it. Ich habe nach meinem morgendlichen Tee ein ähnliches Gefühl. Du wirst mich aber niemals irgendwelche schmierigen Gedichte darüber anstimmen hören. Zynismus, yay. Wie hast du dein Observatorium einrichten können? That island lies in some disputed waters. One day out, I launched the colony ship to fortify the beaches. And the Valians responded in kind with a naval blockade.